Ja, und herzlich willkommen zu meinem Livestream vom Retendention. Das war die gleiche Überschrift wie gestern Abend, liebe Freunde. Aber ich hoffe, ich stört euch nicht. Ich muss mal ganz kurz aber eine Meldung einmal ändern, Freunde. Da die so ein bisschen sonst falsch ist. Deswegen ändere ich das mal ganz kurz eben. Und zwar für den kommenden Woche muss ich eben was ändern, liebe Freunde. Da ist mal ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich hoffe allerdings, ihr verzeiht mir das Ganze. Den 15. geht es auf jeden Fall wieder, Freunde, auf der Hauptfarm weiter. Ich muss kurz die Meldung mal eben fertig machen. Das dementsprechend ganz kurz ändern, liebe Freunde. Weil diese Meldung ist ja dementsprechend gerade noch ein bisschen falsch. Das Ganze zieht sich jetzt noch ein bisschen wie Kaugummi. Ich hoffe, das geht gleich allerdings. Das Ganze dauert jetzt hier ein bisschen länger, warum auch immer. So Tage hat man einfach mal. Erweiterte Einstellung, liebe Freunde. Nachrichten an den Zuschauer senden, bitte. So. Wir wollen eben, weil ich muss eben was ändern. Das ist ganz wichtig. Das Ganze zieht sich jetzt ein bisschen hin. Das ist jetzt nicht sehr schön. Deswegen hier dann 15. reinmachen. Und dann passt das auch schon wieder, liebe Freunde. Aber dann wieder um 17 Uhr. Wie gewohnt, dann wieder um 17 Uhr, liebe Freunde. So. So, mal eben das geändert. Das war ganz wichtig, liebe Freunde, dass man das eben auch ändert mal. Und dass man dann nicht sieht, dass da ein Fehler drin ist. So. Da bin ich wieder, Leute, nach einer Minute. Ja, super. Knapp 2 Minuten, liebe Freunde. Aber alles gut im grünen Bereich. So, was für Tagesaufgaben stehen heute an? Wir schauen erstmal rein. Ich habe heute noch keine gemacht, wie man sehen kann. Allgemein. So. Jetzt Distanz mit einem Truppenmitglied in ein Boot zurückgelegt. 1000 Meter. Hunde fotografiert. Hunde fotografiert. Okay, Freunde, da ist ein Hund auf jeden Fall. Ja, komm mal hierher, du Hund, du. Ich will dich fotografieren. Ja. Ja. Warum geht das jetzt gerade hier nicht hier? Okay, warum gehst du hier gerade nicht? Ach so. Wo ist mein Hund hier? Ja, bitte. Ich möchte gerne ein Handy fotografieren, bitte machen. Selbstporträt L2. Handymodus. Und schon haben wir die erste Tagesaufgabe erledigt. Und das noch nicht mal 3 Minuten Spielzeit, liebe Freunde. Ja gut, die erste Aufgabe ist immer, dann man nimmt immer leichtes zur Runde genommen und die war jetzt auch sehr, sehr leicht. So, schauen wir direkt zur nächsten Tagesaufgabe. Eine erledigt, das ist ja super, Freunde. Pferdegegenstand hergestellt. Pferdepflegegegenstand hergestellt. Okay, wo ist mein Lagerfeuer? Das ist natürlich eine Aufgabe, die können wir auch sofort und ganz schnell einfach mal erledigen, Freunde. So, ich suche jetzt hier mein Lagerfeuer, das ist dort hinten. Sehr schön. Ein Pferdegegenstand hergestellt. Kriegen wir auf jeden Fall locker hin, Freunde. Das ist dann sehr leicht. So, die Kaffeekanne ist leer. Was soll man dazu sagen? Kaffee ist leer. Manchmal kommt das auch mal im Leben vor. Ein Pferdegegenstand hergestellt. Oh, da brauche ich jetzt noch 2 Süßstoff. Und nicht 3. Weil große Tasse, ne? So, wollen wir mal nach Pferde gucken. Pferdepflege, also machen wir das jetzt mal hier. Starkes Pferdearznei. Ja, komm. Produzieren wir das einfach mal. So verkehrt ist das auch nicht, dass man irgendwas auch fürs Pferd herstellt zwischendurch mal. Gerade bei Tagesaufgaben ist es eigentlich relativ leicht gemacht, Freunde. Man sieht hier 200 XP. Nächste Tagesaufgabe erledigt. Können wir mal locker lagern. Aber das kann man jetzt nicht trinken. Ne? Also zweite Aufgabe auch schnell erledigt, Freunde. Das ist so, was ich mir gerne mache, wenn ich reingehe. Erst ich gucke, welche Tagesaufgaben locker da zu erledigen sind. Denn die sollte man auf jeden Fall zuerst machen. So, als Sammler, was haben wir hier? Sammelstück mit einem Metalldetektor gefunden. Vogeleier gefunden, Wildblumen gefunden. Das waren die einzigsten 3. Okay, Händler. Geld durch Handel verdient, 200 US-Dollar. Perfekte Tierkadaver an Grips gespendet. Das wird schon ein bisschen schwieriger werden. Versorgung mit einer Restzeit von 5 Minuten abgeschlossen. Okay, das macht ja egal.
Tägliche Herausforderung, 2 von 7 haben wir da stehen. Ja, also einige werde ich auf jeden Fall nicht machen. So, Free Roam Events gespielt. Wölfe getötet, ja, Wölfe getötet, 3 Stück. Tabak geraucht oder gekauft, ja, Tabak geraucht oder gekauft. Können wir auch mal eben ganz schnell machen, liebe Freunde. Das ist eigentlich, nein, nicht da. Müssen wir hier mal reingehen und schauen, wo wir mal Zigaretten haben. Wo habe ich jetzt hier Zigaretten, Freunde? Habe ich keine? Ich müsste eigentlich irgendwo Zigaretten haben. Okay. Wo finde ich jetzt meine Zigaretten, Freunde? Ah, hier. Da haben wir sie doch hier. Und schau mal, 1 von 5, ne? Das ist gar nicht so verkehrt. Ich brauche mal eben schnell 5 Stück hintereinander. Das ist auch nicht so, ja, meine Art. Aber, Freunde, ich möchte die Tagesaufgaben so schnell wie möglich erst hinter die Binse bringen. Also machen wir das mal eben schnell und dann haben wir schon mal da ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Freiraum. Und müssen da uns keinen Gedanken mehr machen. Jeder macht das so auf seine Art und Weise. Also meine ist dieses auf dieser Methode eigentlich anzuwenden. Ist es besser? Müsste die vierte gewesen sein, ne? Würde ich sagen schon. So, dann müsste es jetzt die letzte sein, die jetzt ich rauche. Ja, müsste theoretisch, ne? Ja, und auch geschafft, Leute. So, 3 Wölfe töten. Das kriegen wir, denke ich mal, sehr gut hin, Freunde. Wir müssen aber erstmal unsere Munition auffüllen hier. Denke mal, das kriegen wir auf jeden Fall auch gut hin. Aber wir müssen nachher aus dem Katalog auch neue bestellen, eventuell mal schon. Allein nur als vorsichtig. Nur aus vorsichtigen Grund, Leute. So, bezahlen immer das Kopfgeld auch. So, weiter geht's jetzt. So, Munition mal auffüllen. So, ja, gut, so viele waren das jetzt nicht, ne? So, nehmen wir unseren Katalog mal und dann möchte ich gerne mal so zeigen, wie ich es gerne mache. Katalog. Und dann bestelle ich mir hier gerne die Waffen. Das habe ich von Anfang an schon gerne gemacht. Ja, wo sind wir? Da, genau. Kaufen uns eigentlich schon mal komplett voll. Mehrere Gründe eigentlich, wenn man jetzt auf Tour ist gerade. Man entdeckt auch sehr viel und dementsprechend ist man halt eben dann schnell mal die Patronen halt eben schnell aus. Also bestelle ich immer neue, so dass ich immer da 100% alles voll habe und kann dann einfach mal hingehen und sagen, okay, das passt. Dann habe ich genug immer Patronen auf Lager, also im Reserve beim Shop, also beim Postdienst, ne? So, 3 Wölfe töten ist das nächste Motto. Bin ich mal gespannt, wie weit ich jetzt da komme und wo ich auch vor allem auch die Wölfe finde heute. 3 Wölfe auf jeden Fall müssen erlegt werden. Das steht fest, Leute. Und die suchen wir auch mal. Es gibt ja bestimmte Locations, da kommen die Wölfe immer im Regelfall. Manchmal auch nur ein komischer Puma. Also es gibt natürlich auch den Puma. Aber egal, selbst den Puma, den machen wir platt. Nur Problem ist, wenn wir dann Proben abgeben, wir gucken wegen der Naturkundler erstmal rein. Da habe ich vergessen reinzugucken, liebe Freunde. Naturkundler, was gibt es da für Aufgaben? 24 Stunden lang kein Tier getötet. Ja, super. Proben von Farmtieren genommen, 3 Stück. Die Farmtiere sind doch eigentlich hier in der Nähe, ne? Ja, passt doch. Also 3 Proben von Farmtieren genommen und die Schafe haben wir hier oben praktisch schon. Hier oben ist auf jeden Fall eine Farm, die können wir da gerne nehmen dafür. Man wird auch in Ruhe gelassen dabei. Also der Farmer, selbst der Bauer, der guckt dazu. Und wir müssen auf jeden Fall mal langsam reiten, weil 24 Stunden lang in diesem Ings-Game kein Tier töten, ist schon dann raus, muss ich sagen, ne?
Okay, das Tier ist schon benebelt. So, dann war das erste Tier. Das ist jetzt nicht gestorben. Wir haben jetzt also nur eine Probe genommen und wir brauchen ja nur 3 Proben, Leute. Und diese 3 Proben nehmen wir uns einfach jetzt mal ganz schnell. So. Ist eigentlich relativ leicht zu erledigen, die Tagesaufgaben heute mal. Die ersten 3 waren jetzt super leicht. Die 4. ist jetzt auch gut geschafft, Freunde. Mehr brauchen wir nicht nehmen, um die Tagesaufgabe damit auch so zu erledigen. So, ich guck mal, wie viele Leute da hier sind. Boah, 2. Sehr schön, Freunde. Das ist relativ, ja, fast gar nichts. Also ist hier fast gar nichts los, Freunde, muss man sagen. Also ist eigentlich sehr interessant. Umso weniger Leute sind, umso einfacher ist es eigentlich auch Tagesaufgaben locker aus der Hand zu erledigen. So, jetzt, was ich mir jetzt allerdings auch frage ist, soll ich jetzt erstmal die Wölfe erledigen und dann die 24 Stunden im Angriff nehmen oder erstmal direkt jetzt hier versuchen, 24 Stunden lang kein Tier zu töten? Das ist jetzt eine gute, spannende Frage, die ich mir jetzt gerade so stelle. Ja, das ist wirklich eine gute Frage, ne, die ich mir jetzt stelle. Tatsächlich ist es immer so ein bisschen schwierig, das so beurteilen zu können. Ich würde sagen, erstmal 24 Stunden lang kein Tier töten. Denn die anderen Aufgaben sind ja eigentlich auch schnell erledigt. Also, wenn man weiß, wo die Wölfe immer regelmäßig sind, ist dieses kein Problem, Freunde, muss ich sagen. Und deswegen... Hier ist auf jeden Fall irgendwas hier, ne? Wir gucken mal, ob irgendwas ist hier. Manchmal macht es dann Sinn, Freunde, wenn man dann einfach mal zu Fuß läuft. Kann man jetzt hier rein? Ja, man sollte mal vielleicht auch eine Tür benutzen, wenn dann überhaupt, ne? Und nicht irgendwie den Hintereingang versuchen. Ja, man kann hier rein, war klar. So, was finden wir hier, Leute? Was finden wir hier drinne? Wir nehmen auf jeden Fall gemahlener Kaffee. Mitnehmen. Und wir finden auf jeden Fall hier eine Karte. Untersuchen, mitnehmen. Tarotkarte. Oder? So. Ist auf jeden Fall eine Spielkarte, nehmen wir mit. Und mir ist hier im Haus, glaube ich, nicht zu holen. Ah, hier ist auch ein Stückchen Brot, Leute. Ein Brötchen nehmen wir gerne mit. Ist auf jeden Fall immer eine schöne Sache. Wenn man es kostenlos kriegen kann, kann man es auch mitnehmen. So. Das heißt jetzt 24 Stunden lang kein Tier töten. Ich muss mal nachgucken, wie weit wir dann sind, Freunde. Damit wir das ungefähr wissen und abschätzen können. So, dann suchen wir mal von Proben von so Kleintieren. Weil die brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit, Freunde. Und wir können dann erst einmal nachher anschließend zu der Naturkundlerin gehen, ein paar Proben verkaufen. Weil ich will ja demnächst auch wieder über 20.000 US-Dollar kommen. Also GTA, Residential Dollar. Kann man ja sagen, ne? Es ist ja in Amerika, ne? Von daher amerikanische Dollar. Bin ja doch ein bisschen gut runtergekommen hier. Mir fehlen noch 800, ja, 155 Dollar, liebe Freunde. Die müssen auf jeden Fall wieder eingenommen werden. Am besten schon heute. Das ist so mein kleines insgeheimes Ziel, das Geld wieder eingenommen zu haben. So, ist denn auch ein Tier? Was wir vielleicht mal... Ja, was haben wir da? Ein Hase, glaube ich, ne? Die Frage, wo ist er langgelaufen jetzt hier? Ah, vorhin liegt er schon. Okay, Leute. Die Probe nehmen. Amerikanische Bisamratte, die ist natürlich sehr groß. Lass mal liegen. Vielleicht kommt der andere noch irgendwann hierher vorbeigeritten und sieht ihn vielleicht noch. Mit viel Glück sieht er ihn auf jeden Fall noch. Ja. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Ich reite jetzt ganz bewusst ohne Pferd, Freunde. Hat mehrere Gründe. Weil würde ich das Pferd nehmen, wäre das eine Katastrophe, weil ich reite dann irgendwie ein Tier, reite ich sowieso platt.
Auch wenn das nicht dann beabsichtigt ist, mein Hals, Freunde, das ist jetzt nicht so angenehm, weil irgendein Tier treffe ich dann immer und trampel das tot. Das ist leider so. Muss man ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Da brauche ich mir nichts vormachen und sagen, ich bin der beste Reiter, mir passiert sowas nicht, Freunde. Doch, mir, gerade mir, aber das passiert nicht nur mir, sondern anderen auch. So, schöner Zaun, Leute, dass die Pferde drinnen bleiben. Wundert mich eigentlich, weil hier ist ein riesenbreites Loch im Tor. Das hieß, also kommt ein Pferd locker durch. Also, da können drei Pferde nebeneinander durchreiten, durch abhauen. Nebeneinander. Stellen sie nebeneinander und gehen durchs Tor. Natürlich die Öffnung hier, also ganz leicht. Wir gehen auf jeden Fall mal zur Naturkundlerin schon mal hin. Hoffen wir mal, dass dann, wenn wir da sind, dann die Zeit auch um ist erst, Freunde. Und dann können wir mal diese drei Wölfe aufsuchen, weil dann können wir wieder töten. Tiere platt machen, Freunde, ne? Das ist auch nicht so verkehrt. Deswegen gehen wir zu Fuß dorthin. Allein schon wegen der Zeit, ne? Das ist ganz, ganz wichtig für Freunde, dass man das macht, auch zwischendurch mal. Also für mich auf jeden Fall. Weil ich reite so irre. Jedes Tier, was mir wegläuft, trampel ich tot. Das ist tatsächlich so. Marc, wenn du mal zufällig reinschaust und du Bock hast, dann melde dich einfach mal, ne? Weil es wäre auch auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn du mal reinkommen würdest. Das würde mich auf jeden Fall nice freuen. So, wir haben jetzt hier, ja, noch nicht mal die Hälfte leider, ne? Das ist, was war denn da? Etwas in ein Wildnislager gekocht oder hergestellt. 7 Stück. Das können wir irgendwie auch mal jetzt machen hier irgendwo hier oben mal, wenn das funktioniert. Ein Wildnislager aufbauen. Am besten mal hier so, ne? Wenn das geht. Machen wir das hier einfach mal, ne? Würde ich jetzt sagen, ne? Machen wir hier mal. Ja, geht, ne? 7 Sachen, Leute, herstellen. Ist eigentlich relativ eine simple Sache, Freunde, wenn man das weiß, wie es geht. Ja, nehmen wir mal Wildfleisch, ne? Wie viel haben wir da? 40 Stück. Können wir auf jeden Fall gut was kochen, bis das voll ist auf jeden Fall. Und anschließend dann auch schön mal schmecken lassen. Das ist immer ganz gut. Und wir kriegen auch ein bisschen Zeit dadurch rum. Deswegen machen wir mal langsam, Freunde. Also, erstes haben wir schon mal. Ist nicht so verkehrt. Das Ganze normal kochen, bis es nicht mehr geht. Und dann nehmen wir erst ein anderes Produkt und machen das auch voll. So haben wir auf jeden Fall dann ein bisschen Zeit gut gemacht. Das ist so meine Methode, um überhaupt dann so ein paar Tagesaufgaben mehr zu erledigen, Freunde. Das ist einfach, finde ich, eine super Sache halt, ne? Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr schön, das ist sehr gut. Und wir sehen ja auch, wann die Tagesaufgabe durch ist, weil wir sehen ja die Punkte aufdroppen. Dann wissen wir, wir haben es geschafft. So, wenn ihr nachher wollt, dass wir die Schatzsuche vielleicht machen, dann bitte schreibt es mir gerne in den Kommentaren rein. Sage mal, ein Arbeitskollege, der sich noch nicht gemeldet hat, wegen Zocken, dann können wir es auf jeden Fall gerne machen. Weil wenn er da ist, dann wird das mit Schatzsuche sehr schwer werden, weil man hat immer dann, wenn, müssen wir uns abwechseln machen. Mit dem Schatzsuchen, einer hat dann immer so ein bisschen Aufpasserfunktion. Und der andere sucht halt eben seinen Schatz und dann kommt der andere dran. So dass man immer auch einen fairen Wechsel hat. Würde ich sagen. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Und vielleicht hat man ja die gleiche Schatzkarte, dann kann man eventuell eher den gleichen Ort aufsuchen. Und jeder kann eine Schatzkarte öffnen bei sich und dementsprechend dann beim gleichen Ort zusammen auch zusammen suchen gehen, Freunde. Macht auch Sinn. So, hier ist auf jeden Fall jetzt voll. Was haben wir noch hier Exotisches? Ne, da lasse ich die Finger davon, Freunde. Das ist einfach aus mehreren Gründen Großwildfleisch. Können wir mal kochen. Ja, können es ein bisschen Zeit lassen. Ne? Wir müssen jetzt nicht super schnell sein. Ne? Ist auf jeden Fall das Wildnislagerfeuer hier. Ne? Oh, das sieht lecker aus. Ne? Das sieht richtig cool und lecker aus hier. Schön über Lagerfeuer ein Stück Steak gegrillt. Oder hier schöne Fisch gegrillt. Fisch frisch, frisch geangelt und dann direkt immer Lagerfeuer gegrillt. Das ist richtig lecker, Freunde. Kann ich euch mal nur wärmstens empfehlen. Das ist richtig geil lecker. Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt hier? Bei 7 oder wo sind wir eigentlich? Ich habe gar nicht mitgezählt. Peinlich, ne? Soll ich noch mal eins essen davon?
Also eigentlich müsste ich längst bei 7 sein, ne? Ist auch ein Wildnislagerfeuer hier. Ich muss mal nachgucken, was das für eine Tagesaufgabe war, Freunde, weil ich weiß es gerade nicht mal, bis jetzt diese war. Weil wenn ja, wäre es ein bisschen doof jetzt, weil wir haben jetzt schon einiges hergestellt. Ja, mal machen wir was anderes mal als nein, oder? So, ich gucke jetzt erst einmal. So, wir gucken noch mal kurz rein, Freunde, ob wir da jetzt irgendwas haben. Naturkundler. Ja. Steilkorbforellen gefangen, Wölfe getötet. Ja, da sind wir noch dabei. Händler. Ja, okay. Schwarzbrenner, da suche ich jetzt immer noch wo was. Koch hergestellt. Haben wir auch geschafft schon. Ich habe jetzt allerdings nur nicht gesehen, zu sehen bekommen, Freunde, muss ich sagen. Ach, jetzt sehen wir es. Jetzt sehen wir es. Jetzt sehen wir es, Freunde. Das haben wir locker geschafft, Freunde. Das ist eine richtig coole Nummer. Können das Lagerfeuer dementsprechend hier abbrechen. Wir haben die Aufgabe auf jeden Fall super gemeistert. Das ist gar nicht so verkehrt. So, weiter geht's allerdings zu Fuß, Freunde. Wie gesagt, mit dem Pferd wäre das auf jeden Fall jetzt eine Katastrophe. Weil so töten wir auf jeden Fall ein Pferd. Ich weiß nicht, ob die beim Angeln jetzt mitzählt. Dann müssen wir warten zum Angeln auch. Vielleicht werfen wir heute nochmal die Angel aus. Wir können aber auch so mal einen Schatz suchen, Freunde, wenn ein Schatz in der Nähe ist. Das ist aber die Frage, wo ist ein Schatz? In der Nähe. Jo, wir können auf jeden Fall nochmal eine Probe hier nehmen, eventuell. Dass wir die Waffen komplett leer kriegen, erst einmal. Das hier war jetzt aber nicht tot, ne? Ne, lebt noch, ne? Ist nur komisch gelandet. Die bleiben da auch stehen, die Komikas. Warum auch immer, Freunde. Oh, hier ist ein saftiger Kuhbraten ist hier. Ja, schön, Freunde, sehr schön. So, das Tier ist auf jeden Fall jetzt erstmal am Schlafen gleich. So, und so könnte man auch langsam aber sicher diese Aufgaben auch gut meistern, Freunde. Ist auch ein Farmtier, ne? Also Kühe sind auch Farmtiere, könnt ihr auch gerne nehmen. Auch sehr gut zu schaffen, Freunde, eigentlich für jedermann, ne? Der Max sagte zu mir so, jetzt, weil er durch ist, ich krieg mal kaum Punkte raus. Ja, man hat vom Anfang an kaum Punkte rausbekommen, aber ich habe mich jetzt hier nur darauf konzentriert. So, das war's mal wieder, Freunde. Guck mal, da ist ein Reiter da oben, der haut direkt ab. Der kriegt die Panik. Aber ich habe das Tier ja nicht getötet, ne? Das ist ja ganz entscheidender Element. Ja, Element ist ein ganz entscheidender Punkt, Freunde. Ich habe das Tier nicht getötet, also von daher ist es ja völlig egal. So, Probe ist auch genommen wieder. Und das hier ist jetzt auch platt, Freunde. Das hier ist ebenfalls K.O. Ich mache das lieber jetzt mal so nach und nach, liebe Freunde. Weil dann sehe ich sofort, ist eine Probe jetzt dann voll oder immer noch nicht voll. Ja, geh mal schön schlafen, genau. Mach mal Heia Bobo. Schlaf mal eine Runde oder sowas. Ja klar, greif da rein, du. Du kannst das, ne? So, von dieser Kuh haben wir schon. Die hintere aber noch nicht, Freunde. Und die ist dran.
Oh, wie oft musst du denn nachladen, du? Wie oft musst du denn nachladen? So. Die Kuh geht nachher auch schlafen. Man sieht hier, ist rot. Sehr schön. Jo, geh mal schlafen, genau. Mach hier Bubu. Und die Aufgabe ist ja von ja, Farmtieren, das heißt also solche Tiere auch. Nur wir haben die Meldung ja schon bekommen gehabt und hatten eigentlich die Tagesaufgabe schon längst erledigt, aber ist auch egal, Freunde, ne? Wir müssen jetzt irgendwie 24 Stunden rumkriegen, also in-game, also in-games 24 Stunden. Er ist nicht reale 24 Stunden, da wäre ein bisschen blöde. Oh, Stier können wir auch gerne nehmen, Freunde. Das ist auch nicht verkehrt. So, müsste es auch rot sein? Genau, ist rot, Freunde. Können wir auf jeden Fall auch nachher nehmen. So ein Bulle hier. Ja, du Bulle, ist alles gut. Ich tu dir doch nichts. Ich will dir aber nur Probe nehmen. Es ist so dein Bestens, ne? So, ich konzentriere mich heute erstmal nur auf die Tagesaufgaben. Devon-Bulle, auch eine Probe von genommen, erfolgreich genommen sogar. Finde ich ganz gut. Marc, wenn du da bist, auf jeden Fall, melde dich mal. Party ist auf jeden Fall offen, kannst gerne reinkommen. Wenn du drin bist, dann machen wir sie auf privat. Wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. So, die anderen Tiere leben, zappeln, laufen da wieder rum, als wäre nichts gewesen. Haben hier einfach mal nur eine Probe genommen. So, jetzt müssen wir gucken, dass hier, wo kommen wir drüber? So ein bisschen, oh, hier sind schon sehr viele Krokodile auf der anderen Seite. Ich sehe sie gerade schon, liebe Freunde, ihr wahrscheinlich jetzt auch. Ja. Hier da hinten sind sie, man kann sie sehen, ne? Die blinken überall auf da hinten. Auch im Wasser sehe ich so ein paar Krokodile hier schon. Aber es gibt ja auch Brücken, ne? Also man muss jetzt nicht unbedingt durchs Wasser schlaufen oder schwimmen. Gerade jetzt auf jeden Fall nicht. Da nehme ich lieber das sichere, den sicheren Weg, liebe Freunde. Und warum laufe ich jetzt eigentlich? Das ist schnell erklärt, damit ich kein Tier totrampel und die Zeit wieder von vorne anfängt zu laufen. Ist auch eine Tagesaufgabe heute, ins Game 24 Stunden lang kein Tier getötet zu haben. Dies kann ich allerdings nur zu Fuß gewährleisten, dass ich das dann locker schaffen werde. Insgame, ich glaube, sind auch eine halbe Stunde oder sowas, ne? Ich weiß es gerade nicht, Freunde. Aber die müssen ja auf jeden Fall bald auch vorbei sein. Also, die müssen wir auch bald gut geschafft haben, würde ich sagen. So, ich muss mal gucken, wo ist die Naturkundlerin, damit wir die Waffen voll kaufen können. Ja, die ist jetzt irgendwo am A der Welt, ne? Ist sie, ne? Da ist sie doch. Die Frage, gehen wir jetzt außen rum oder gehen wir tatsächlich jetzt den Weg lang? Also ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal den Weg lang, ohne zu laufen. Dieses Tempo müsste reichen. Guck aber nebenbei nochmal, ob hier kein anderer Spieler vorbeireitet und mich kaputt reiten. Weil man sieht es manchmal nicht, wenn ich auf Autopilot sind. Oder das Pferd alleine reitet, mit einer Zielvorgabe, dann achtet man nicht so drauf, ist sein Fußgänger gerade mitten auf dem Gehweg oder halt eben nicht. Darauf sollte man schon ein bisschen achten drauf. Denn manchmal ist es auch ohne Absicht, dass man einen Weg kaputt einen umreitet. Muss man ganz klar auch mal äußern. Also mir ist auch schon passiert, ich habe den Autopilot angemacht. So, den Bär haben wir jetzt auch geschnappt, Freunde. Den Bär, den haben wir jetzt auf jeden Fall. Die Probe können wir auf jeden Fall auch mal nehmen. Auch wenn das jetzt heißt, wir laufen ein bisschen vom Ziel weg. Aber das ist jetzt eigentlich mal erstmal völligerweise völlig egal, Freunde. Weil wir können die Proben gut abgeben. Und wir können mit rein gewissen dann von der ich töte immer wieder Tiere, Aktion, mal wieder mit rein gewissen dorthin gehen. Und uns passiert vielleicht nichts mit der Sprühflasche, ne? Ganz wichtig finde ich das Ganze auch. So, wenn mein Arbeitskollege Bock hat und auch Zeit hat und er mag, dann kann er gerne zustoßen.
würde mich auf jeden Fall nice freuen. Weil zu zweit macht es dann wesentlich noch mehr Spaß. Und wir können auf jeden Fall zusammen ein paar Verstecke ausräumen und einiges machen, ne? Hat auf jeden Fall einen tiefen Vorteil, muss ich jetzt sagen, so wie es ist. Und wir können auch dementsprechend mal hier so ein paar Sachen suchen, auf jeden Fall auch. Ich glaube, wieder mit drei Sachen waren wir in Spaten suchen, ne? Okay. Deswegen gehe ich jetzt auch mal ganz bewusst so hier ein bisschen lang, mache den Adlerauge mal an zwischendurch. Weil wir jetzt am ja, Sumpfgebiet in der Nähe, also wir sind jetzt auch am Sumpfgebiet dran. Und die lauern doch ein oder andere Krokodile hier rum. Ja, super Leute, wir müssen auf jeden Fall Blumen einsammeln und, oder? Ja, Wildblumen. Einsammeln, drei Stück. Auf jeden Fall auch. Die suchen wir auf jeden Fall auch jetzt hier nebenbei. Oh, der schlägt aus hier. Aber halt sehr, sehr gemächlich, ne? Aber halt sehr langsam nur, ne? Muss ich jetzt sagen, wir Freunde, mal gucken, was ist hier. Okay. Oh, wo kann das sein, Freunde, jetzt hier? Das könnte auch drüben sein, auf den Inseln sein, ne? Das ist immer so jetzt die Frage. Aber hier schwimmen sehr viele Krokodile im Wasser rum, also. Hier hört es auf. Okay, gehen wir mal näher zum Wohngebiet hin. Okay, es wird mehr, ne? Okay, es muss. Ah, hier haben wir es gefunden, Freunde. Ich habe etwas gefunden. Richtig eine coole Nummer. Ich habe hier was gefunden und das ist natürlich richtig geil, Freunde. Oh, eins von zwei. Das ist natürlich jetzt sehr schön, Freunde. Das ist natürlich jetzt ein geiles Erfolgserlebnis. Sachen eins von zwei gefunden. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Wir gehen mal weiter, Freunde, damit. Das macht auf jeden Fall immer Sinn, den Metalldetektor einfach mal einschalten, wenn man hier jetzt durch die Gegend reitet oder läuft. Finde ich, ist gar nicht so verkehrt. Sollte man vielleicht öfters machen. Ich werde auf jeden Fall öfters tun, liebe Freunde. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Ja, ich möchte etwas kaufen. Haben Sie was für mich im Angebot? Und bitte kein Spray benutzen, ja? Ich bin auch ein ganz lieber Cowboy. Gib ihnen auch immer gerne die Proben ab, ist also kein Problem. Okay, ich habe jetzt, ich möchte gerne Patronen kaufen. Ja, genau. Ja, ich bin sehr vorsichtig, das ist Ehrenwort. Also ich nehme nur Proben, junge Dame. Was möchten Sie ja gerne hören, ne? Also ich möchte auch ein bisschen was verkaufen. Nicht kaufen. Ich möchte was verkaufen, meine Dame. Ja, ich möchte was verkaufen. Ich habe ein paar Proben für Sie. Möchten Sie die haben? Kaufen? Ah, warum lerne ich es nicht, Freunde? Warum lerne ich es nicht? Ich möchte was verkaufen, ne? Kleine Bemerkung wegen und dieser Meldung. Montag ist wieder Ende offen. Also Dienstag. Beim Livestream ist Ende offen. Da kommt jetzt nicht so viel zusammen, würde ich jetzt sagen. Allerdings ist es auch mal egal, Freunde. Weil ich komme irgendwie trotzdem heute an meine Summe dran. Das weiß ich, glaube ich. Sagen wir hier, komm, verkaufen wir alles hier mal. Es ist egal, Freunde. Weil ich habe ja heute ein Ziel, an meine 20.000 US-Dollar heute dran zu kommen. Und das können wir heute gut schaffen, finde ich, glaube ich sogar. So, wir können ein paar Proben sogar mehr verkaufen, dann hätten wir es auf jeden Fall geschafft heute. Aber wir können jetzt auch hier die Proben hier mal dann verkaufen, ne? Ja, guck mal hier, das gibt sofort direkt hier 100, ja, gibt ein paar Punkte mehr auf jeden Fall. Und ist nicht so verkehrt. So.
So, können wir auf jeden Fall ganz komplett bei Null wieder anfangen hier zu sammeln, liebe Freunde. Und wir kriegen auf jeden Fall etwas Geld zusammen. Was ich angeht auch richtig feiere innerlich. Ja, Freunde, wir kommen hier locker drüber. $2, $1.90, $1.35 und $28.50, Freunde. Und das ist natürlich jetzt... Ach nee, ne? Ach nee, das ist doch jetzt nicht gut. Und raus bin ich. Folgenanwendung viel aufgetreten. Red Redemption 2, Fehlerstatus, wird geprüft. Ach, Mann.